PDQ88B. Aber Sie können mich Ja-Sager nennen. Okay, Ja-Sager, was ist das für ein Name? So nannte mich Benny immer. Wahrscheinlich, weil ich darauf programmiert wurde, so hilfsbereit zu sein. So, hast du diesen Platin-Chip schon mal gesehen? Sicher! Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Okay, was hatte Benny mit dem Chip vor? Oh, er wollte Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Dann hätte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House, insbesondere seine Securitrons. Oh. Und ich würde wohl das tun, was man mir sagt. Du bist ja sehr freizügig mit diesen Informationen. Ich wurde programmiert, um zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Allerdings hat wohl keiner erwogen, den Kreis der Fragenden einzuschränken. Was wahrscheinlich ziemlich dumm war, oder? Jawohl! Wie wäre es, wenn ich New Vegas selbst übernehme? Was müsste ich tun? Dann müsste ich ihnen helfen. Offensichtlich hätte Benny das nicht gewollt. Aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Richtig. Was sind die Einzelheiten des Plans? Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hooverdamm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Okay, mal angenommen, Mr. House hätte einen Unfall. Wie würde das passieren? Sollte ich diese Stämme fragen, ob sie ein unabhängiges Vegas unterstützen werden? Oh, das meinte ich nicht. Wer braucht schon deren Unterstützung? Die Securitrons sind alle Unterstützung, die sie benötigen werden. Okay. Ich meinte, dass sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen Sie ihn einfach aus. Okay, welche Stämme sollte ich besser kennenlernen? Davon gibt es viele. Einige. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen. Also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen. Rumser, die Großkerne und die stählerne Bruderschaft. Ja, sprech mir über die Stämme, die ich besser kennenlernen sollte. Was weißt du über den Rumsern? Da-da-da-ta, ta-da-da-ta, ta-da-da-ta, ta-da-da-ta. Okay. Oh Gott, viele, viele Sachen. So, sprechen wir über die Stämme, die ich besser kennenlernen sollte. Benny hat im Synchron umprogrammiert. Ah, das haben wir doch schon. Was ist das für ein Ort? Okay, okay, okay. Das ist mir gerade zu viel Gelaber. Bis wir hier fertig sind, dauert das nämlich ein bisschen. Okay, was haben wir hier stehen? Fehler. Man muss diesen. Stämme, die ich besser kennenlernen sollte. Da haben wir alles. So, wir haben jetzt verdammt viele Sachen. Schweigen ist Gold. Am Empfang am Gomer River Oma Aktivitäten sprechen. Wildcard Nebenbetten. Die Feinschmeckergesellschaft kennenlernen, die Omatas Goma kennenlernen, die Großkarne im Red kennenlernen. Sie gibt Caesar aus Caesar gebührt. Dr. House gewinnt immer. Alle Menschen werden Brüder. Wir sind die Legion. Alle nach Jacobstown zurückkehren und Rex Gehirn transplantieren lassen. Das müssen wir zuerst machen.
zum Fortgeben und verborgene Bunker von Mr. House hier betreten. Viel zu tun, meine lieben Freunde. Viel, viel, viel zu tun. Lalalatatatata. So, wieder nach unten. So, schön. Willkommen im Tops. Ich möchte Kronkorn gegen Chips. Ich würde gerne RNK gegen Chips eintauschen. Ich würde gerne Legionsgeld. Auf Wiedersehen. Räumt das hier mal keiner weg hier. Ekelhaft. So, jetzt wollen wir schnell reisen. Weltkarte. Aber wir müssen erstmal unseren Hundi holen jetzt hier. Hundi und die unsere Tussi und alles einfach holen. La 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 da 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 da. So. Mir nach. Gerade als es. Mir nach. Aufgaben? Nach Cottonwood Cave. Ja, eigentlich nach Cottonwood. Ja, ich weiß nicht, warum das mir so sagt, aber naja. So, Cottonwood war ja irgendwo hier unten. Und wir sollten uns erstmal was anderes anziehen, bevor wir da runterreisen. Und zwar ziehen wir die Kampfrüstung an. So. Cottonwood ist irgendwo ganz hier unten gewesen. Da ist Cottonwood. Nein, kein. Och, Mann. Was haben wir hier eigentlich? Cottonwood Aussichtspunkt. Ja, will ich. Juhu. So, wir sind in Cottonwood. Ziehen unsere Waffe. Düb, 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 dü. So, da kommen unsere zwei. Und diesmal ist das Floß dort hinten, wo wir auch wirklich rüber können. Und dann können wir ein außergewöhnliches Hundehirn denen geben. Dort ist er, den wir so lange gesucht haben. So lange haben wir versucht, da oben raufzukommen. Und so lange haben wir es nicht geschafft. Aber jetzt haben wir es. So, ich bin bereit. Zack. Na los, na los, na los, na los, na los. Auf Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Das bezieht sich fürs Erste auch auf den Plating-Chip. Was ist alles verboten? Alkohol und Drogen. Und dazu zählen auch Stims und... Sprache, ich muss diese Medikamente bei mir haben. Angeborener Herzfehler. Ich weiß nicht, warum... Sieht... So. Warum lassen Sie mich einfach weitergehen? Caesar hat die Einnahme von Drogen und Alkohol strengstens untersagt. Besucher müssen außerdem ihre Waffen abgeben. So der Befehl. Wenn sie in Frieden kommen, besteht auch kein Grund, Waffen zu tragen. Sie werden nicht zu Schaden kommen, so dies nicht... Na gut. Jetzt sind wir wahrscheinlich relativ leicht. Juhu, wir sind da. Wir brauchen also keine Waffen. Tö. Wir haben ja unsere Veronika dabei und unseren Hund. Die würden alles alleine platt machen. Hund? Hund! Wo ist schon wieder Rex? Ist er stehen geblieben?
Rex? Oh, trauriges Gesicht. Oh. Es ist nur Veronika da. Wo ist unser Hund? Veronika, wo ist unser Wout? Hä? Gerade eben waren wir noch hier in der Nähe. Nicht beim Waffenschiebern, hier so. Rex! Langsam wird es voll in den Lagern. Ich bin hart zu den Kindern, aber. So, ab zur Zugbrücke. Vielleicht ist unser Rex jetzt wieder da, nachdem es geladen worden ist. Da ist Rexy! Das war falsch. Ah, da komme ich nicht hoch. Muss dann extra noch hier hochlatschen. Hallo! Die Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrannten verbreitet. Sie müssen Caesars Zelt allein betreten. Sie müssen Caesars Zelt allein. Ja, ist ja in Ordnung. Sie müssen Caesars Zelt allein. Ach, wieso muss ich die jetzt beide anklicken nochmal? Ich hätte mir was zum Lesen. So. Hallo, Caesar. Und so treffe ich endlich den Kurier, der so viel in so kurzer Zeit erreicht hat. Genau deshalb habe ich sie hierher zitiert. Ich meine, ein Mann tötet sie fast und ihre Reaktion ist es, ihn quer durch die gesamte Mojave zu verfolgen? Jawohl! Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Jawohl! Sie ermorden den Anführer der Vorsitzenden in seinem eigenen Casino und kommen damit durch? Jawohl! Wenn sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Die Frage ist, sind sie bereit anzufangen? Womit anfangen? Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Woher wissen Sie so viel über mich? Ich habe... So, geben Sie mir einfach den Platinchip und schon bin ich wieder weg. Oh, Sie werden den Platinchip bekommen. Und dann werden Sie ihn so verwenden, wie ich es Ihnen sage. Was? Was soll ich gleich nochmal tun? Am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Fort 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke. Und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Dasselbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benny bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Ja, sehr. Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen. Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Ja, und sobald ich drin bin? Ich möchte, dass Sie alles zerstören, was Sie dort finden. Anschließend kommen Sie wieder hierher und berichten mir darüber. Gehen Sie also zu diesem Gebäude und nehmen Sie diesen verdammten Platin-Chip mit. Meine Legionäre erwarten Sie dort mit Ihrer Ausrüstung. Okay. Auf Wieder... Ja, tschüss. So, ich habe jetzt hier noch eine andere Aufgabe, die überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Und zwar hätte ich nämlich gern hier Nothing But The Hound Dog. Weil ich hätte hier nämlich gern so ein außergewöhnliches Superhirn. Weil Rex macht's bald nicht mehr lang, der kratzt bald schon ab mit seinen... komischen Hirn. Und deswegen. So, wen vertrauen wir denn jetzt hier eigentlich? Interessant. So, wir sollen da raus. Komm, lass mich raus.